Und guten Morgen, herzlich willkommen zum Dezember-Plot-Along, dem letzten für dieses Jahr, beziehungsweise wir haben ein Jahr durchgemacht, verschiedene Techniken uns angeschaut, verschiedene Designer kennengelernt und heute machen wir den Dezember mal komplett im Silhouette-Studio. Ich habe mir wieder meine Vorlage geöffnet von der Steffi von Tante Plotter und habe mir überlegt, wir spielen wirklich mal hier im Programm herum. Gibt es nämlich zum Beispiel auch Bäumchen. Ich mache das jetzt mal groß, dass ihr das besser sehen könnt. Es gibt Bäumchen. Passt ja mit Weihnachten. Und wenn ihr hier seht, könnt ihr da die Zackenregel nicht auf den Punkt in der Mitte klicken, sondern auf diesen Regler. Könnt eine Kettensäge draus machen oder eben ein Weihnachtsbäumchen. Mir gefällt das Bäumchen an sich ganz gut. Ich mag es nur lieber rund. Deswegen machen wir Trick 17. Wir machen ein Offset außenrum und zwar mit runden Ecken. Ganz einfach. Und schon haben wir ein rundes Bäumchen. Hier könnt ihr noch die Punktbearbeitung ein bisschen üben, könnt euch das rauslöschen, könnt euch einen Bogen unten reinmachen oder. Ich nehme mir jetzt noch einen Strich zur Hand und teile mein Bäumchen. Bäumchen, teile dich. Auf die Steuerungstaste drücken. Na, dann rastet es ein bisschen ein. Nein, nicht Steuerung, auf die Shift-Taste, das ist die oben drüber. Wir machen uns hier jetzt, wie gesagt, in der Mitte einen Strich. Den möchte ich nämlich nutzen als Linie für fürs Falten gleich. Falzen. Jetzt haben wir es. Dieses Bäumchen gucke ich mir mal an, ob es passt von der Größe. Ja, passt. Dieses Bäumchen möchte ich haben und zwar viermal. Das Bäumchen werde ich in grün schneiden. Also ich mache mir das jetzt viermal hier nebeneinander. Und schneide mir das gleich aus Papier aus. Schön mit Doppelschnitt. Und dann haben wir den ersten Teil auch schon erledigt. Wenn ihr das geschnitten habt, können wir weitermachen. Wir können uns nämlich obendrauf noch ein Sternchen setzen. Beim Stern ist es genau das gleiche. Mit dem Regler hier könnt ihr die Zacken eruieren und mit dem roten Punkt. Ich mache es mal ganz groß, dass ihr es viel besser sehen könnt. Richtig schön groß für euch. Das ist nämlich eine ganz tolle Sache. Hier seht ihr den Regler. Und hier an dem roten Punkt könnt ihr aus dem Stern einen Stern machen. So, ich mache es jetzt wieder kleiner, sonst komme ich hier durcheinander. Ich brauche den Stern einmal. Dann mache ich mir unten noch einen Stamm. Den werden wir dann unten dran bügeln. Ich nehme nämlich den Stern und meinen Stamm. Den mache ich aus Glitzer-Mega-Funkel. Und was ich auch noch gerne hätte, wäre das Wort Dezember 2020. Machen wir in die nächste Zeile. Markieren es uns und suchen uns eine Schrift. Irgendwas. Ach, da haben wir doch schon was Schönes. Was nicht zu filigran ist, weil wir müssen es ja in klein schneiden. Hier könnt ihr noch ein bisschen spielen. Der Zeilenabstand schön eng und mittig. Somit haben wir ja echt viele Funktionen schon wieder aus dem Programm genutzt. Passen es an, dass es hier hinpasst. Perfekt. Das heißt, wir schneiden das horizontal gewendet in der Glitzer-Mega-Funkel. Die Bäumchen schneiden wir aus Papier und das drucke ich mir einfach aus als Basis. So, während der Plotter jetzt noch das Glitzer-Mega-Funkel schneidet, machen wir schon mal unser Bäumchen. Ich habe hier die verschiedenen Bäumchen. Ich habe hier meinen Klebstoff. Jetzt können wir schon mal in der Mitte die Falzlinie drücken, die wir uns ja eingeritzt haben. Also einfach lauter kleine Hälften machen, wenn möglich kein Bäumchen verlieren. Ganz simpel, könnt ihr auch mit Sternen machen. Kleben wir das Ganze aneinander. Eines wird quasi auflegen, aber das seht ihr gleich. Das ist eigentlich selbsterklärend. Kleben wir die schön aufeinander. Könnt ihr euch sogar eigentlich Stehbäumchen machen, wenn ihr wollt.
die Bäumchen. Das ist ganz easy. Siehst du? Ich hätte schon ein Stehbäumchen. Seht ihr, nicht siehst du. So, das wollen wir aber noch ein bisschen kleiner quasi. Ja? Machen es schön aneinander und falten wir es einfach auf. Ich bin ja echt mal gespannt, ob ich das Dezember entgittert bekomme, so klein. Gut, weil man wächst an seinen Aufgaben. So, jetzt machen wir hier das letzte noch dran. Und ihr seht, drücken wir das mal richtig aneinander. Ihr könnt es richtig schön platt aneinander drücken, bis es richtig gut getrocknet ist. Und dann falten wir es nämlich gleich hier auf unserem Blatt wieder auseinander. Ich glaube, jetzt seht ihr, was ich vorhabe. Ich hole mir gerade noch meinen Kitzelmega-Funkel. Ich habe natürlich einmal schön noch mit mit den falschen Einstellungen geschnitten. Das muss ich mit viel Liebe gleich entgittern. So, das machen wir aber jetzt auch gleich, weil wir brauchen ja den Stern. Da kommt der Dezember. Ah, doch, ist besser als ich dachte. Gut, dass ich es, gut, dass wir so eine Schrift genommen haben. Also macht es echt nicht so filigran, sonst macht es nämlich auch keinen Spaß, das zu entgittern. Bei den kleinen Ecken einfach ein bisschen mithelfen mit dem Hook. Das ist auch, wenn ihr das seht, dass er da Probleme hat, haltet den Buchstaben fest. 2020, Dezember. Aufheben könnt ihr Stanzen mit den Stanzlochern, könnt euch außenrum noch Sterne stanzen oder was auch immer ihr möchtet. Da habe ich, weil ich mir einfach nicht sicher war, wo das Wort war, schneide ich immer lieber ein bisschen mehr weg, bevor ich meine Wörter durchschneide. Dezember. Das Bügeleisen heizt übrigens schon vor unter meinem Tisch. Das heißt, wir können gleich aufbügeln. Ihr könnt es natürlich auch mit der Presse machen, aber ich habe mir gedacht, wenn ich hier quasi das anpasse, ist es schöner, wenn ich nicht zur Presse rennen muss. Dann muss ich mein Bäumchen nicht mitnehmen. Na, die 20. 20, 20. Irgendwo muss doch da in der 0, das 0. Null sein. Da ist er. Wieder aufkleben, wenn es runter geht. Irgendwo ist doch da die Null reingeschnitten. Ist es so eng? Ja, es ist so eng. Dann lassen wir es so. Wo ist denn da? Ne, dann lasse ich es lieber so, wie es ist. So, jetzt machen wir als erstes den Dezember drauf. Bevor wir das alles aufkleben. Dezember 2020. Ich nehme mein Bügeleisen. Gehe hier drüber. Hm, schön auf meiner Kunststoffunterlage. Das geht ja jetzt schnell. Oh, das klebt. Scheiße. Vorsichtig abziehen. Hätte ich vorher ein bisschen entkleben müssen. Mache ich jetzt beim Stern, beziehungsweise knappkantiger zurückschneiden. Na, wir lernen ja aus Fehlern. So, da kommt das Bäumchen hin, da oben der Stern. Schön knappkantig zurückschneiden, sonst geht es euch wie mir. Es ist nicht viel sichtbar, von daher ist es nicht schlimm. Aber wenn ihr natürlich dann eine Digipaper habt, würdet ihr euch jetzt ärgern. Oder wir machen es mit Trick 17. Wir ziehen es einfach vorher ab. Und positionieren es uns. Ohne. Geht auch. Gerade bei solchen. Beim Dezember wäre es jetzt nicht gegangen. Aber beim Bäumchen können wir es machen.
legen wir uns das so hin, wie wir es haben wollen. Bügeln das einmal schnell fest. Da brauchen wir ja nicht lang machen, es wird ja nicht gewaschen und nichts. Ausstecken. Dann nehmen wir uns unser Bäumchen. Und kleben es da rein. Schön einmal noch im Kreis gedreht. Zum Glück habe ich den guten Popelkleber, den die Miriam Brückner von miriamkreativ.de empfiehlt. Dann kann ich nämlich die Popel einfach wegmachen. Und fertig ist unser Dezember mit Glitzer-Mega-Funkel. Schön. Und unserem dreidimensionalen Bäumchen. Ganz schnell selbst gemacht, komplett im Silhouette Studio Programm und mit Schriften. Und das reiht sich jetzt ein in das ganze Jahr, das wir bisher zusammen gestaltet haben. Dezember gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt mein Kalenderblatt für den Dezember. Und dann können wir ja mal ganz schnell Revue passieren lassen, was wir alles bisher gemacht haben. Im Januar haben wir mit der Steffi von Höslin Tante Plotter den Anfang gemacht. Von ihr ist ja auch der Rohling dieses Kalenders mit ganz tollen Tipps und Tricks, wie man Porträts zeichnen kann. Da habe ich den Sascha und mich gezeichnet. Dann hatten wir die Sonja von Biberwerke, die auch gestern bei mir zu Gast war, bei Design Mein Design mit Strass. Keep Smiling, der Geburtsmonat auch von Nachbarsfräuleins Tochter. Mit einer Datei von der Tina von Nachbarsfräulein. Auch sehr, sehr schön. Dann im April war die Miriam Brückner von miriamkreativ.de zu Gast mit unserem super geilen Osterhasenköpfchen. Den muss ich separat legen. Mai, das Leben ist so schön, wie man es findet. Das war hier Vollquill und die Suse von Mama Sachen. Im Juni haben wir eine Kullerkarte gemacht mit einer Datei von der Eva. Kleine Göre. Im Juli haben wir so ein bisschen Fototricks gemacht, dreidimensional mit Patches aufgeklebt und einem Rahmen außen drum. Der August mit Schablonen und Glitzerpuder und Hintergründen. Der September auch wieder mit der Miriam Brückner von miriamkreativ.de mit einem schönen Hintergrund. Das ist Veredelungsfolie. Der Oktober, da habe ich mit euch mit Strass-Schablonen gespielt und dann eingefädelt. Und letzten Monat, beziehungsweise noch ist es ja der aktuelle Monat, mit einem selbstbemalten Alkoholfarben, Stück Papier und dann beleuchtet. Die Beleuchtung habe ich jetzt aber abgemacht, um es euch besser zeigen zu können. Und den Abschluss macht unser Dezember. Ihr habt gesehen, man kann das und noch vieles, vieles mehr mit dem Plotter und dem Silhouette Studio Programm machen. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Die Eva.